Energy Community, grüßt euch. Wir haben ja unsere Staffel jetzt gerade beendet. Das heißt, wir fangen jetzt ein neues Zeitalter an sozusagen. Und es sind 3 Wochen, 4 Wochen Ferien. In diesen 4 Wochen werden wir euch natürlich weiterhin mit Content zuknallen. Wir werden heute mal ein bisschen durchgehen, was die nächsten Wochen so passieren wird. Ich werde auf jeden Fall jeden Sonntag für euch so eine Art Q&A raushauen. Das heißt, ihr könnt uns Fragen stellen über Instagram, über TikTok, über YouTube, egal wo. Und wir suchen uns immer die 10, 15 besten Fragen und beantworten sozusagen alles, ob es über Sport, Lifestyle. Ich würde sogar ein bisschen in diese Vergangenheitsschiene reingehen und sagen, viele fragen mich immer, weshalb saßt du, wie. Ich will zwar nicht viel über Knast reden, aber auf jeden Fall würde ich schon ein paar Storys raushauen. Deshalb könnt ihr gerne Fragen stellen, überall auf unseren Kanälen. Zweite Sache, ich will euch erstmal, jeder kennt Nashawn eigentlich, der ein bisschen Humor hat und ein bisschen Ahnung von Sport. Und Nashawn ist jetzt wirklich Teil der NNG-Familie. Das heißt, er ist nicht einfach so, der kriegt ein T-Shirt und so, sondern der ist wirklich hier und will mit uns grinden. Und ich glaube, ich hätte mir niemals einen besseren Partner für NNG vorstellen können. Was geht ab, Leute? Wie Aaron schon meinte, ich bin Nashawn. Einige kennen mich vielleicht von TikTok, Instagram. Ich mache ein bisschen Comedy, ein bisschen Calisthenics, weißt du, diese Handstand-Liegestütze und so. Und ja, Mann, ich bin jetzt Partner bei NNG. Wir werden Gas geben, auseinandernehmen. Ihr könnt euch auf die Zukunft freuen. Ja, Mann. Erzähl doch mal, was gibt es jetzt aktuell? Also wir haben jetzt eigentlich ein cooles Projekt auf die Beine gestellt in der kurzen Zeit und ich hab dir dein Instagram gesehen, ich blende mal das Video kurz ein und habe gesehen, dass du Sachen machst, die 1% der Menschen auf der Welt können. Also kannst du mir sagen, was du willst. Weißt du, was ich meine? Entweder warst du, seitdem du 5 warst, beim Turnen, weißt du, was ich meine? Oder du hast wirklich 4 Stunden, 5 Stunden am Tag trainiert, um dahin zu kommen, wo du gerade bist. Was hast du, wir haben gerade ein Trainingsprogramm rausgehauen. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen was. Genau, wir haben die letzten Wochen, also nein, Leute, geackert. Wir waren wirklich, ich weiß, wo haben wir uns getroffen? Im Büro 8, 9 Uhr. So, und wir waren hier manchmal bis 1 Uhr. Hier, unser Attila und Aaron saßen hier manchmal bis 2 Uhr, 3, 4 Uhr. So, wir haben wirklich geackert. Und ja, wir haben einen Trainingsplan für euch gemacht, so ein kleines Calisthenics-Trainingsprogramm. Ja, genau, das sind einfach die fundamentalen Übungen. Also alle fortgeschrittenen Übungen bauen auf diesen Übungen auf. So, diese Übungen sind, ihr müsst die drauf haben, sonst braucht ihr gar nicht an Handstand, Liegestütze und so weitere Sachen zu denken. Genau. Und genau, Ernährungsguide ist auch dabei. Und ja, 14,99. Also weißt du, da gibt es eigentlich nicht viel zu überlegen. Einmalig 14,99, gibt ihr ein paar Pfandflaschen ab, dann ist das Geld drin. Und ja, Mann, so, richtig. Daran saßen wir jetzt die letzten Wochen. Und soweit. Erzähl doch mal, wie schwer ist das, dahin zu kommen. Aber ich glaube, viele Leute kommen einfach und sagen, ach, Handstand, Liegestütze, dies, das. Ich glaube, viele stellen sich das super einfach vor. Und dann sind sie halt so, weil ich war so, wo du mir die Basics gesagt hast und die Fundamentals, war ich so, okay, das ist aber jetzt nicht. Aber dann merkt man, wenn man diese Routinen durchmacht, boah, krass. Weißt du, man muss ja wirklich jeden Tag sich eine Stunde mit Calisthenics sozusagen. Ja, guck mal, das Ding ist, bei Calisthenics, wenn du nicht mehr, das sind alles Eigenkörpergewichtsübungen. Heißt im Gym, wenn du Bizeps Curls machst mit 15 Kilo, willst du anstrengen, machst du ein paar Kilo runter. So. Aber bei Calisthenics, wenn du keinen Klimmzug mehr schaffst, dann schaffst du keinen Klimmzug mehr. Weißt du, dann kannst du nicht weniger Gewicht machen. Und das ist halt so ein Ding, was sehr hart ist. So, aber Calisthenics ist auch, also ich kann euch ja mal ein bisschen erzählen, wie ich da reingekommen bin. So, ich habe mit 15, wollte ich, weißt du, habe ich langsam Oberstufe gesehen, okay, die Wichser werden ein bisschen breit, so, weißt du, ich muss auch mal jetzt hinterherkommen. So, und dann habe ich mit Gym angefangen, war ich einen Monat im Gym, also habe ein bisschen Gewicht und so rumprobiert und das war irgendwie, keine Ahnung, nur das war mir ein bisschen so zu langweilig, zu lasch. So, dann habe ich Handstandliegestütze gesehen auf YouTube, da habe ich gedacht, okay, krank, so, das sind Übermenschen. Und ab dem Tag habe ich jeden, also, ich schwöre es euch, 365 Tage, das ist keine Lüge, Digga, ohne einen Tag Pause, einfach jeden Tag geballert, 4 Stunden, krass. 3 Stunden, jeden Tag. So, und natürlich dementsprechend auch schnell Fortschritte gemacht. Zwischendurch auch ein bisschen Schmerz und so gehabt, weil natürlich, man muss manchmal auf den Körper hören. Ein bisschen Pause muss auch ab und zu sein. Mhm. Aber es war einfach kein Ding von wegen, oh fuck, ich muss heute zum Training, sondern einfach, ich war einfach nur motiviert. Ich wollte einfach weiterkommen, Gas geben. Genau. So, und ja. So ging es mir, also ich hatte ja schon immer Phasen, aber ich habe damals angefangen, Barki zu gucken. Ja, Mann. Und da fing Corona an und
dann einfach diesen Lifestyle, weißt du, dieses, wie die gelebt haben. Ja. Es ging nur darum, der stärkste Mann der Welt zu werden. Und das ist vielleicht ein primitiver Gedanke, aber für mich selber ging es darum, die stärkste Version von mir selber zu werden. Ja. Auch selber sich sagen zu können, ich glaube, ich gehöre zu den stärksten Männern der Welt. In allgemein Athletik, in alles, weißt du. Und da habe ich auch diese Transformation gemacht, die ich kurz einblende. Wirklich, weil es war Corona-Zeit und ich habe einfach gesagt, weißt du was, ich will Baki. Ich will wie Baki sein Vater sein. Ja. Weißt du, Mann? Und die Stunden, die ich da reingelegt habe, waren wirklich, ich habe 14 Einheiten die Woche trainiert. Mhm. Und die Leute denken manchmal so, okay, ich will in 3 Monaten so und so aussehen, aber die verstehen nicht, es geht nicht um die Monate, sondern es geht um die Stunden, die du reinlegst. Ahnst du, was ich meine? So, ich kann in 3 Monaten eine krasse Transformation machen, aber dafür muss ich mindestens 12 Einheiten die Woche machen. Ja. Was denkt ihr denn? Ja. Was ist denn los? Manchmal, ich fühle mich ein bisschen beleidigt, wenn Leute so sind auf, boah, ja, da so, ich will deinen Körper ungefähr haben. So, meinst du, das kriegt man in 3 Monaten hin? Ja. Mal, Alter, was ist denn hier los? 3 Monate? Ja. Allgemein, wie gesagt, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, über dieses Genetik-Ding. So, ey, guck mal, Coach, genau wie ich, Digga, wir reißen uns jeden Tag den Arsch auf und dann wollen Leute kommen. Vor allem bei ihm kommen Leute, sagen, ja, stoffst du, safe, Digga. Er reißt sich jeden Tag den Arsch auf und dann kommen Leute sagen, stoffst du so das. Weißt du, so bei mir ist genau das Gleiche mit Genetik. So, ich reiß mir jeden Tag den Arsch auf. Ja, der Schwarze hat einmal Hantel angeguckt, Digga. Wenn ich einen scheiß Tag im Gym hatte, nach 4-Stunden-Session, Digga, ich bin mit Depressionen nach Hause gegangen. Ich dachte, fuck und so. Ich bin richtig mit full Leidenschaft, ich einfach am Arsch am Aufreißen und dann kommen Leute und sagen, Genetik. Genau. Das fuckt auf jeden Fall ab, so, aber. Ja, das Ding ist, ich glaube, viele Leute sind einfach in der Komfortzone, weißt du, was ich meine? Und sind in dieser, ach, der hat eine Genetik, deshalb brauche ich es gar nicht. Sich selber schön reden. Genau. Nein, aber auch sich selber runtermachen, finde ich. Weißt du, was ich meine? Weil die sind so auf, ich kann gar nicht so werden, weißt du, was ich meine? Und deshalb war ich immer so, ey, zum Beispiel in gewissen Ländern, um da anzukommen, wenn du jetzt einen Deutschen nimmst, der 2 Meter groß ist, der selbe Körperfettanteil hat wie ich, der körperlich, athletisch genauso ist wie ich mäßig, dann würde der viel mehr in Deutschland ankommen, einfach weil der durchschnittliche Deutsche denkt, oh, eigentlich könnte ich das auch erreichen, weißt du, was ich meine, so. Aber bei den das sind die Genetik, ja. Weißt du, was meine? Ja, das ist hundertprozentig die Genetik. Und ich hab dir gezeigt, wie ich mit 19 aussah. Leute, das ist krank. Weißt du, so also hart wie jetzt, Bruder, ich will nicht so nahe treten, aber Lutscher. Lutscher einfach. Das ist krass. Ja. So, mit 19 und dann, vielleicht kannst du ja ein Bild einblenden, Digga. Ja, ich blende das einmal mit 21, genau. Feierabend. Und das Ding ist, und viele sind auch da so gewesen auf 100%, ich weiß noch, ich habe das gepostet, ja, Testo und Trenn, dies, das, ich wüsste so. Ja. Und ich bin so in meinem Kopf so, nein, ich habe zweieinhalb Jahre, von 19 auf, habe ich jeden Tag trainiert. Weißt du, wie ich gegessen habe? Ich stand an der Tür mit Thunfisch, ich habe keine Mahlzeit verpasst. Mhm. Ich habe wirklich, ich wollte nichts anderes, außer richtig stark werden. Ja. Und ich habe 140 Kilo 17 Mal gedrückt, 210 Kilo Bankdrücken. Und das Ding ist, weißt du, wie lange ich auf 100 Kilo hängen geblieben bin? Ich habe 3 Mal 100 Kilo geschafft, ne? Da war ich so 19,5 und ich bin 8 Monate nicht von diesem Gewicht weggekommen. Weißt du, wie frustriert ich war? Ja. Weißt du, wie frustriert ich war? Und dann habe ich Aaron Brumfield kennengelernt. Ich blende ihn nochmal ein. Maschine, weißt du, mit denen habe ich Tür gemacht und der Typ, ne, hat mir Wissen gegeben, nochmal, von Training und wie ich intensiver trainieren kann, das hat alles bei mir geändert und da habe ich gemerkt, oh, nur ein paar Kleinigkeiten, weißt du, so ist es ja bei dir, wir können es ja hier eigentlich ansagen, weißt du, wir wollen hier jetzt sozusagen in den nächsten 10, 11 Monate so auf 83 bis 86 hoch. Genau. Das ist so das Ziel. Ja, Leute, ich wiege jetzt gerade so 72, 73 und wir wollen 10 Kilo hoch, Digga. Und also es wird hart, weil ich bin auch einer und ich weiß, einige von euch werden mit mir fühlen, so ich bin ein sehr dünner, weißt du, von Natur und Essen fällt mir richtig schwer, also richtig schwer. Ganz am Anfang, also ganz wo ich angefangen habe, musste ich ja auch jeden Tag richtig essen, aber ich hasse es einfach, weil, Digga, man bekommt irgendwann, genießt man das Essen nicht mehr, das einfach nur noch runterbekommen, so, ja. Und manchmal essen, bis du kotzt
bist du fast kurz und weiter, weißt du? So, für mich ist das Essen also viel, viel schwieriger als das Training. Training ist für mich wie Atmen, Digga. Wenn ich nicht trainiere, dann kriege ich einen Knacks. So, genau. Aber das Essen ist für mich Horror. So, und das ist auch für mich schwer und da muss ich auch erstmal reinkommen. Aber ja, genau, die nächsten Wochen, Monate wird auf jeden Fall Gas gegeben und ich werde das schaffen. Ja. Jetzt hier mein Wort, ein Mann ein Wort, ich werde das schaffen, 100%. Ja. Ihr werdet das sehen. Also ich glaube, viele unterschätzen auch deine Arbeitsmoral. Also ich habe dich jetzt näher kennengelernt die letzten Wochen und ich muss sagen, genau aus dem Grund bin ich so überzeugt, dass du ein Partner von NG sein sollst, weil ich bin einfach so, der Junge arbeitet krank, weißt du, was ich meine? So, du bist ja eine Ein-Mann-Armee, deine ganzen Videos machst du selber, weißt du, was ich meine? Du hast noch eine Person im Leben, die dir sozusagen viel geholfen hat, weißt du, aber ansonsten schneiden, dies, das, Ideen, Skits, alles selber, weißt du, was ich meine? Und das merkt man einfach bei dir und jetzt hast du halt so ein komplettes Team um dich herum, weißt du, was ich meine? Und man merkt einfach, wie du komplett in dieser Arbeit aufgehst und du bist 19 Jahre alt, ich glaube, die Leute verstehen gar nicht, was jetzt sozusagen in den nächsten 12 Monaten alles passieren wird. Ey, scheiß mal auf die Gewichtszunahme, die du machen wirst, aber einfach, wir wollen auch gar keine Pläne jetzt full raushauen. Konzentrieren uns jetzt erstmal auf das Trainingsprogramm, wovon ich jetzt auch so gerade sehe, dass viele Leute uns positive Sachen geschrieben haben. Ja, Mann, das hat mich auf jeden Fall auch gefreut. Also am Anfang, das war mein erstes Produkt, was ich selber rausgehauen habe. Und deswegen, ich habe mir sehr viel Kopf gemacht. Ich bin allgemein so ein Perfektionist und ich mache mir sehr viel Kopf. Und am Anfang kam halt welche, 15 Euro, dies, das, lala. Und ich dachte mir, scheiße, Digga, scheiße, so. Weißt du, aber dann jetzt im Laufe der letzten 1-2 Tage, halt, seitdem ich draußen habe, haben mir auch einige geschrieben, so ey, richtig geiles Programm, dies, das. So, und das freut mich auf jeden Fall, das freut mich. So, ihr könnt ja mal kurz, wir können hier so einen kleinen Trailer mal kurz einblenden. Genau, ja. Checkt das einfach mal ab, den Trainingsplan. Wie gesagt, 14,99 einmalig. Wenn ihr heute Abend Shisha, Apfel, Banane, Kopf. Tschüss, du machst ja richtig Werbung. Ne? Ja, was? Muss auch essen. Genau, das habe ich auch gesagt. Leute heulen wegen 15 Euro, ich muss doch auch essen. Weißt du, was ich meine? Ich habe ja auch Hunger irgendwo. Ja, am Ende des Tages. Und dann aber diese 83, was? Ist so, diese 83 Kilo kommen ja nicht von nichts. Hat jemand auch letzte Kommentare geschrieben, von Luft und Liebe fühlt sich der Magen auch nicht. Ja. So, weißt du? Deswegen, aber wie krass ist es, dass die Leute wirklich, also ich finde es heftig, dass jemand, der solche Sachen kann, ich blende es nochmal einmal ein für euch, Human Flag, was weiß ich hier, guckt euch das an, der solche Sachen kann, dass man da wirklich sitzt und sagt, 15 Euro, ey, Trainer nimmt 50, 60, 70, 80 Euro im Monat einfach für online, für solche Programme. Ja. Und die kannst du nicht limitieren. Also du hast das Programm und das wirst einmalig bezahlen. Ja. Also 15 Euro. Was kostet eine Shisha? In die Kommentare, am Abend? Als ich gesehen habe, 15 Euro, ich war Schock. Ja. Schock? Ich bitte dich. Schock? Aber meinst du, der meint das im Positiven oder Negativen? Nein, negativ. Der hat gesagt, wir dachten, wäre umsonst und so. Schock. Das ist einfach, das sind Menschen, die ihren eigenen Tempel nicht so, also wertschätzen. Oder Schock ist hart. Tamam, du sagst, ich hätte gedacht, warum, aber Schock? Guck mal, sag mir ganz ehrlich, ne? Würdest du mir sagen, keiner von den Leuten da draußen geht mal einen Döner essen und eine Cola? Das ist ja das. So, das ist ja das Ding. 12 Euro. Guck mal, ich bin selber mit, also so ohne Geld aufgewachsen. Weißt du, ich habe Pfandflaschen abgegeben für warme Mahlzeit und so weiter und so fort. Und selbst ich hätte diese 15 Euro irgendwie zusammenbekommen. Weißt du, wie gesagt, das ist einmalig und das ist was Gutes für dich. So einmal in dich selber investieren, das ist das Beste, was du machen kannst. Aber viele wollen das halt nicht. Ne? Ja. Viele wollen nicht mal 5 Euro in sich selber investieren. Ja. Weißt du, Mann, ich kann jetzt Ernährungspläne, weißt du, wie günstig die Ernährungspläne sind, die wir raushauen? Ja. Die müssten eigentlich 300, 400 Euro kosten. Ja. Das war wirklich Arbeit. Ja. Da wurden auch Leute bezahlt. Das ist ja das Ding, Leute. Man steckt da Arbeit rein, Energie, Leute, die mit Kamera und dies und das ist auch alles nicht umsonst. So. Mhm. Deswegen, also, wie gesagt, es sind aber auch nicht alle. Weißt du, man soll sich nicht nur auf das Negative konzentrieren. Sehr viele sind auch positiv und sagen, ey, richtig geil und fühlen das. Mhm. So.
Deswegen, für die lohnt sich das dann, für die macht man das am Ende. Richtig. Und ja, so. Ja, Mann. Für mich interessiert, was können die Leute auf all deinen Kanälen jetzt erwarten in den nächsten Monaten? Du hast TikTok, du hast Instagram, du hast YouTube, weißt du? Ja. Und ich sehe auch voll viele schreiben, ey, mach mal wieder YouTube, was ist los mit dir? Ja, ja, genau, also YouTube habe ich ja vor einem Jahr, anderthalb Jahren angefangen, lief sogar ganz gut, aber ey, ich war damals mit iPhone 7, ich habe Puppenhaus von meinen kleinen Schwestern mit Glas, hab, das war mein Stativ, habe ich mein Handy dagegen gelegt. Manchmal war Hälfte von meinem Kopf nicht mal drauf, so weißt du? Und dann war es natürlich auch, irgendwie für mich selber als Creator ist immer so, du musst mit deinem Produkt selbst zufrieden sein, sonst ja, keine Ahnung, macht es nicht so Spaß. Und das war halt bei mir nicht so. Und deswegen habe ich dann erstmal Pause gemacht, längere Zeit. Aber jetzt, wo wir wieder zurückkommen, so Sport wird auf jeden Fall dabei sein. Es wird alles dabei sein, von allem ein bisschen. Ich will einfach auf Kacke hauen. Comedy wird auch dabei sein. Vielleicht so Challenges, große Challenges mit auch anderen Leuten, die ihr auch kennt. Irgendwelche Fußballsachen, Fitness-Challenges gegen Profis oder weiß ich nicht was, weißt du? So alles Mögliche. Und ja, genau, ich werde auf jeden Fall jetzt, Sport könnt ihr mehr erwarten als vorher, Comedy wird immer dabei sein, so, aber ich will auf jeden Fall euch einfach noch zeigen, was ich sonst noch drauf habe, ja, so, weil ich bin nicht nur der Clown, weißt du, so der einige denken, ja, einige denken immer nur lustig, aber ja, ich habe auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen drauf und die werdet ihr in Zukunft sehen und ja, Mann. Ja, Mann, ich freue mich auf jeden Fall, wie gesagt. Für uns war das eigentlich wichtig. Wir wollten heute so eine Art Q&A mit euch machen, aber wie gesagt, ich kriege den Jungen hier nicht aus dem Studio raus. Wir sind halt die ganze Zeit immer, und du weißt selber, ich meinte vorhin so, ja, du kannst deine Sachen eigentlich von auch zu Hause posten, so. Aber er will ja auch einfach gar nicht gehen. Deshalb habe ich mir dann auch gedacht, weißt du was, dann machen wir heute, stellen wir dich ein bisschen vor. Das war auch gerade sehr, sehr spontan, ja, weißt genau. Du. Wir sind auch ein bisschen, wir wollten eigentlich nur ein 8-Minuten-Video, ein bisschen Statement, ein bisschen hier. Das kommt auf euch zu die nächsten paar Wochen. Aber wie gesagt, geil, dass du auch immer so spontan bist und dass du hier um 10 Uhr nachts noch mit uns sitzt, Digga, an einem Samstag. Das ist aber das, wie gesagt, für mich macht das Spaß. Ich schwöre, das NNG-Team, wir verstehen uns mit allen, also ich verstehe mich mit allen sehr gut. Vibe ist cool, wir lachen den ganzen Tag zusammen. Wie gesagt, ich bin auch super dankbar, auch wenn ich jetzt so nicht so wach aussehe. Weil wir haben echt lange gearbeitet. Also wir waren echt, auch dass wir noch hier sind. Ja, ja. Wir hätten ja schon längst nach Hause gehen. Ja, können, ja, ja. Weißt du? Aber wir sind hier einfach so. Und dann kommen solche Sachen zustande, dass wir jetzt ein Video machen, was vielleicht mehrere Leute erreichen kann. Weißt du, was ich meine? So, ja. Und das ist so, deshalb ist es ganz, ganz wichtig, Leute, nochmal für euch eine kleine Message. Wenn ihr irgendwo hin wollt, okay, wenn dein Ziel ist es, im Fußball erfolgreich zu sein, wenn dein Ziel ist, als Unternehmer erfolgreich zu sein, wenn dein Ziel ist, als Gärtner erfolgreich zu sein, dann wirst du nicht erfolgreich oder so erfolgreich werden, wenn du nur mit Leuten rumhängst, die nicht in dieselbe Richtung wollen wie du. Das ist ganz, ganz wichtig, weißt du so. Guck mal, würde ich jetzt hier, wär das jetzt ein Typ, der voll, oh nee, und hier und wir, weißt du, und ich habe Sachen zu tun, aber man verdient ja auch kein Geld durch die Sachen, die man tut. Weißt du, meistens kennst du die Leute. Und dann würden die, es wäre viel schwerer. Wir hätten auch das Trainingsprogramm für diesen Monat gar nicht fertig bekommen. Gewisse Sachen wären eigentlich gar nicht passiert. Weißt du, was ich meine? Und wenn ich mich mit 5 Unternehmern immer treffe und mit denen chille und dies und das und erfolgreiche Unternehmer, dann wird es wahrscheinlich so passieren, dass ich auch ein erfolgreicher Unternehmer werde. Ja. Weil es färbt halt ab. Weißt du, was ich meine? So. Und wenn ich nur mit Fußballern rumhänge, die den ganzen Tag nur Fußball im Kopf haben und ey, ich trainiere noch eine Einheit, dann färbt das einfach ab. Und wenn ich nur mit Gärtnern rumhänge, weißt du, was ich meine? Und ihr müsst euch von euren Mitmenschen inspirieren lassen und aufhören, wirklich mit Menschen rumzuhängen, die einfach in eine andere Richtung schwimmen. Es ist doch okay. Familie, Freunde, alles gut. Alles bleibt gleich. Aber tut das, was für euren Weg wichtig ist. Das ist wichtig. Familie läuft nicht weg und Freunde laufen auch nicht weg. Und wenn sie weglaufen, weil du keine Zeit für sie hast, weil du in die Richtung schwimmst, dann war es nie richtige Familie, war es nie richtige Freunde. Und das ist wichtig, dass ihr das versteht. Oh Mann. Schön gesagt. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und ja, wie gesagt, ihr werdet jetzt ganz viel geilen Content von uns bekommen und auch einmal ganz kurz. Hier ist Nations YouTube, blenden wir nochmal ein. Alles schön rauf, da nochmal abonnieren, damit ihr auch die Ersten seid, die direkt den frischen Content von ihm bekommen. Trainingsplan-Link auch. Trainingsplan hier. Werdet ihr da unten. Ja.
am Ende hauen wir noch einen Trailer rein. Aber wie gesagt, schön, dass ihr heute eingeschaltet seid. Und wir sehen uns auf jeden Fall nächsten Sonntag. Und überlegt euch mal schon mal ein paar coole Fragen. Yes, sir. Ja, ciao, ciao, Leute. Wir sehen uns.